Leute, herzlich willkommen zurück, der 20. Spieltag, es geht wieder los, wir sind mitten in der Rückrunde angekommen, am nächsten Spieltag wartet auch schon wieder Werder Bremen auf uns, aber erstmal müssen wir uns heute eben auf den FSV Mainz konzentrieren. Das Unentschieden gegen Hannover, ja, das war ein bisschen schwierig, in der Hinrunde konnten wir sie noch mit 7-0 besiegen, da waren wir noch ein bisschen eingespielt, hoffentlich kriegen wir heute hier ein gutes Ergebnis gegen Mainz hin, den aktuellen 13. der Liga. Wir sind auf Platz 3 und ja, von hinten rücken ebenfalls starke Mannschaften heran. Wir können mal kurz in die Tabelle reinschauen, das ist ganz wichtig, denn Leverkusen rückt ran, auch Bremen kommt immer näher. Wir sind nach wie vor punktgleich mit Dortmund und Schalke. Gucken wir doch jetzt mal, ob wir hier nicht gut starten. Tun wir, super, 1-0. Jorginho Wijnaldum, 10. Tor in der Saison, das erste für uns. An der Stelle Ecke von rechts, Rafael van der Vaart nach einer Ecke köpft Hinteregger völlig unbedrängt zu Wijnaldum, der aus 6 Metern ins rechte Eck einschiebt. Okay, wir schaffen es mal nach einer Ecke. Grandios, das ist gut für unseren Neuzugang aus der holländischen Liga. Und er macht so weiter, wie er dort aufgehört hat. Dann hat er da schon einen neuen Treffer erzielt. Jetzt ist es sein 10. der Saison. Ausgleich. Eieiei. Wie kam das zustande? Schauen wir doch mal. Ebenfalls eine Ecke. Oh mein Gott, Ivancic zieht die Ecke auf den kurzen Pfosten, das wird ziemlich gefährlich, René Adler fliegt heran und prallt gegen den Pfosten, der Ball wird von Kier geklärt, aber vor die Füße von Müller, der aus der Distanz abzieht und ganz präzise unten links trifft. Okay, das heißt, wir müssen wieder anknüpfen, wir müssen wieder Gas geben, jetzt vielleicht gleich. Oh. Janssen geht auf der linken Seite durch und schlägt den Ball flach in die Mitte. Dort lauert Rudnev, der den Ball wie eins der Bombe annimmt, sich dreht, aufs lange Eck zielt. Heraus kommt aber nur ein harmloser Roller, der weit am Tor vorbeigeht. Torhüter Wettlow hebt die Hand und lässt sich von Balljungen einen neuen Ball geben. Gelbe Karte für Dennis Aogo. Ja, wir spielen ja auch mit hohem Einsatz, denn wir müssen jetzt wieder langsam richtig gut punkten. Wir müssen, gerade diese Spiele sind wichtig hier, dass wir hier die wichtigen Punkte mitnehmen, um eben in der Champions League Platzierung drin zu bleiben, um auch im nächsten Jahr wieder für Furore zu sorgen und dann eine vielleicht noch stärkere Mannschaft auf die internationale Bühne zu bringen. Gucken wir jetzt mal. Ah, sieht gut aus. Oh, schade. Der Ausgleich ärgert mich ein wenig, weil jetzt ist wieder alles auf Null gestellt sozusagen und wir müssen wieder angreifen. Bisher 4 gute Chancen. Die sehen wir bei den Torchancen. Eigentlich sind wir überlegen, wenn man den Statistiken trauen mag. Janssen dribbelt sich durch die halbe Abwehr des FSV 105 und kommt schließlich zum Abschluss. Sein Versuch aus 9 Metern ist aber zu schwach, sodass Wettklow halten kann. Es bleibt hier beim 1:1. Wir müssen es erzwingen. Wir müssen es erzwingen. Ein Arbeitssieg muss her. Mir egal, wie hoch er ausfällt. Es reicht mir ein einfaches 2:1. Hauptsache, wir kriegen unsere nötigen Punkte beisammen. Okay, schauen wir doch mal. Wir gehen mal ins Spielgespräch. Van der Vaart noch nicht ganz so solide auf der Position. Auf dem rechten Mittelfeld. Ist nicht so seine Stammposition. Das müssen wir versuchen, noch hinzubekommen. Denn ihn ganz rauszunehmen, ist Schwachsinn. Bei seiner Stärke. Dann würde ich doch eher auf Çalhanoğlu verzichten. Okay, motivieren auch noch Rudnevs. Wijnaldum nimmt das nicht ganz so an. Schauen wir doch mal, wie es aussieht mit Höger. Richtig gut. Aber auch Kier wäre hilfreich. Und massieren tun wir die Abwehr. Die kann es gebrauchen. Halbzeitansprache. Ich habe gesagt, kämpft um jeden Ball. Das machen sie bis jetzt. Das sieht gut aus. Wir drehen jetzt richtig auf und gewinnen das Ding. Noch verändere ich nichts. Das können wir vielleicht noch tun, wenn es dann eben nicht ganz so läuft, wie ich mir das wünsche. Also, schauen wir mal. Möglichkeit gleich hier. Kommt zu Beginn. Oh, Çalhanoğlu spielt einen millimetergenauen Pass in den Laufweg von Rudnev, der sofort die kurze Ecke anvisiert, aber nicht mit Wettlow, der Torhüter des FSV Mainz 05 ist zur Stelle und fängt das Leder sicher. Ich dachte, wir gehen hier hoch in Führung. Oh, Vorsicht. Oh, liebe Leute. Mann, Mann, Mann. Klasnitsch. Wo hängt's denn? Klasnitsch leitet das Tor selbst mit einem Pass auf Ivancic ein, der den Ball zu Shubomuting begleitet. Dieser kann das Leder nicht wirklich kontrollieren, aber immerhin noch zu Klasnitsch stochern, der aus 6 Metern zum 2:1 einsetzt. Der Hamburger SV muss nun mehr machen. Mann, 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 also ich... Oh, das ist wieder zum Mäusemelken. Das könnte doch so schön sein und so einfach. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Wir bringen mal Beister. Chanarubio hat eine 1 gehabt, also. Dann haben wir noch. Wen haben wir denn noch? Wir können noch einen zweiten Stürmer bringen. Gucken wir aber erstmal, wie es läuft. Oh, Tor! Ausgleich! Ja, Ausgleich durch Chanarubio. Jetzt habe ich ihn rausgenommen. Ah, liebe Leute! Ein Zuspiel von Rafael van der Vaart nimmt Chanarubio direkt aus 14 Metern und hämmert den Ball an die Unterkante der Latte, von wo aus er ins Tor hüpft. Okay, Gott sei Dank. Es geht noch weiter für uns. Schauen wir doch mal, im Zweifelsfall nehmen wir noch van der Vaart raus, kurz vor Schluss. Und bringen noch Schalai, der dann nochmal vielleicht in der Offensive für Furore sorgen kann. Zusammen mit Rudnes vielleicht. Riese kommt jetzt, es wird nochmal gefährlich. Ja, ich würde halt sagen, sonst ist es zu spät. Möglichkeit für Mainz. Nein, nein, nein. Komm schon, Junge, mach keinen Scheiß. Also, van der Vaart raus. Jetzt bringen wir noch Schalai. Und gucken mal, ob das Früchte trägt. Ich bin gespannt. Also, ich bin gespannt. Schauen wir noch mal, wie es läuft. Noch offensiver können wir eigentlich nicht auflaufen. Wir müssen die Jungs aber eben zusammen spielen lassen. Das hilft ja alles nichts. Wir müssen sie zusammen spielen lassen, damit sie sich einspielen können. Ich habe ja gesagt, es wird nochmal schwierig werden mit der frischen, neu zusammengestellten Mannschaft, die wir im Winter so verstärkt haben. Ja, zum Beispiel in Holmingshorn mussten wir verkaufen, hätten wir eh das verwehrt. Das wäre katastrophal gewesen, ne, ganz klar. Aber ich bin da zuversichtlich. Das kann auf jeden Fall was ganz, ganz Großes werden, was wir da zusammengestellt haben, was wir da aufbauen. Und nur müssen wir es halt eben auch zeigen, ne? Ganz klar, sonst hilft es alles nicht. Wir müssen jetzt müssen wir die wichtigen Tore machen. Schauen wir doch mal. Wir haben noch ein paar. Ich wollte eigentlich ein paar Reservisten heute bringen, wie einen Hartherz, wie einen Plädel, aber kann ich nicht beim Stand von 2:2. Das geht nicht. Ärgerlich. Ich kann einen Rajkovic aber bringen. Für Hinteregger. Ja. Bringen wir noch Rajkovic. Auch Mainz noch mit Möglichkeiten. Das sah in der Hinrunde doch ein bisschen stärker aus. Da haben wir noch 5:0 gewonnen gegen Mainz. Noch können wir dort nicht anknüpfen. Schade eigentlich. Kommt schon, Jungs. Irgendwie zum Schluss nochmal was durchsetzen. Da kommt nochmal eine Chance. Oh, wieder nicht. Ich dachte, Schalai haut nochmal raus. Wieder auswärts, wieder nur einen Punkt. Soll es denn so sein? 3 Minuten Nachspielzeit. Ist da noch ein bisschen was drin? Ich sag mal, weiter so. Kommt, Jungs. Gib nochmal Gas. Oh, Mainz nochmal. Oh, Gott. Kehr rettet per Kopf zur Ecke. Nochmal ein Eckball für die Mainzer. Verlieren wir das Ding noch hier? Letzter Minute? Nein. Gott sei Dank. Okay. Jetzt müssen wir nur nochmal irgendwie eine Idee haben, das vorne umzusetzen. Vielleicht nochmal eine kleine Chance uns erspielen. 3 Minuten Schlusspfiff. Nein, tun wir nicht. Es reicht noch nicht. Wir müssen noch ein bisschen enger zusammenspielen. Wir müssen noch finden, einen Weg finden, wie die Jungs zusammen interagieren können. Auch die neuen Leute wie ein Wijnaldum. Vielleicht auf sie jetzt schon, ja, auf ihn jetzt, sage ich mal, alle Hoffnung zu setzen. Ist vielleicht auch der falsche Weg, denn wir haben ja einen starken van der Vaart, sowie auch einen guten Chanarubio. Wir schauen mal. Also, wir werden sehen, wie weitergeht. Gucken mal, was das heißt wieder in der Tabelle. Machen wir alles gleich im Nachbericht, liebe Leute. Bis gleich. So, da sind wir, meine Lieben. Ja, hat nicht ganz gereicht heute. Wieder nur ein Unentschieden. Wir lassen so ein bisschen wichtige Punkte sitzen, ne? Ist ein bisschen ärgerlich. Gut, aber das gehört dazu. Wir haben eine neue, wir haben fast eine ziemlich umgestellte Mannschaft, eine neue Mannschaft, die sich erst auch ein bisschen finden muss. Aber auch die anderen schwächeln hier oben, also von daher alles in Ordnung, außer Bayern, die ziehen davon. Jetzt gilt es, so langsam. Oh, Chanarubio kommt hier rein in die Elf des Tages. Ja, aber seine Auswechslung war vielleicht der falsche Weg. Schauen wir doch mal. Okay. Aber ich bin zuversichtlich, dass es noch weitergeht. Wir finden auf jeden Fall noch den richtigen Weg. Wir schauen mal rein, wie die zweite gespielt hat. Oh, die haben gewonnen, sehe ich hier gegen Kloppenburg. Polido erzielt 2 Tore, haben sie gewonnen gegen Todesfelde. Sehr schön mit 3:0. Polido
dabei daran beteiligt, auch Maschek mit beteiligt, Sova und Chana ebenfalls. Sehr gut, die Jungs fangen sich auch wieder. Castells verlängert seinen Vertrag, Martin Hinteregger feilt am schwachen Fuß. Lichnowsky hat Trainingsziel erreicht. Merchandising Fanartikel machen wir noch fit. Alles klar. Datenbank aktualisiert, okay, Jugendspieler Esteban Aristizabal erreicht Trainingsziel, Ausdauer. Höchster Formgewinn von Rautenberg, Vorschlag vom Assistenten. Maschek fällt aus Bänderdehnung. Okay, dann fehlt er jetzt. Er ist noch 9 Tage verletzt, dann kommt er auch wieder zurück, der beste Mann. Er lebt auch noch, unglaublich. So, Mannschaft der Woche, Çanakkale können wir loben, wenn es klappt. Ne, gerade Gespräche geführt. Gucken wir doch mal rein. Ja, war vielleicht der falsche Weg jetzt da, ne? Sofort auf Wijnaldum zu setzen. Vielleicht doch mal Van der Vaart rein, das lief nämlich ganz gut. Wir machen das mal so, wir bringen ihn erstmal nach und nach. Jetzt gegen Bremen wird's interessant, wie es läuft. Ich bin gespannt. So. Ja, ist nicht so einfach, ne? Wir haben gute Spieler, wir haben einen extrem formstarken Çanakkale schon wieder. Kaum ist er da, sorgt er für Furore. Van der Vaart ist ein bisschen schwierig, aber ja, ich will ihn rechts haben. Das ist jetzt, müssen wir mal schauen, wie wir das aktualisieren. Wir haben jetzt 3 Top-Spieler auf der Position. Wir müssen da eine Lösung finden, ne? Ist ja ganz klar. Die bestmögliche Lösung. Für diese Position haben wir jetzt wirklich 3 absolute Top-Spieler, die wir eigentlich immer auflaufen lassen können. Nur einer muss halt jetzt flexibel sein oder muss es anzeigen, dass er flexibel ist. Ich denke mal, Van der Vaart ist da die beste Alternative fürs rechte Mittelfeld. Und Beister bauen wir da weiter auf. Aber auch Jansen müssen wir hier und da nochmal schonen, dass wir Beister dort einsetzen. Also machen wir ruhig so. Wir machen das ruhig so. Wir lassen das mal belaufen. Ich denke, das ist der beste Weg, das jetzt einfach mal durchzusetzen. Dann freuen wir uns in der kommenden Saison. Wir nehmen halt eben jetzt diese Erfahrung mit. Müssen dann so ein bisschen, vielleicht, klar, vom Wert her ist es nicht so wichtig, aber Van der Vaart muss halt auch aufgestellt sein. Und Wijnaldum jetzt rauszunehmen, ist, denke ich, auch schwierig. 1-2-2 gegen Mainz. Ist noch nicht aussagekräftig. So, schauen wir doch mal gegen Bremen jetzt. Da wird es dann schon wieder ein bisschen interessanter. Zu Hause. Bayern hat den Vertrag mit Toni Kroos verlängert. Es kommen jetzt langsam wieder ein paar Wochen der Entscheidungen. Jetzt haben wir so viel Geld, haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt müssen wir mal schauen, was wir hier bauen. Fitnessparcours kann ich mir noch leisten. Nee, kann ich mir gar nicht mehr leisten. Budget ist schon minus. Alles klar. Lassen wir das mal. Badel hat Trainingsziel erreicht. Kusmano wird verlängert auch seinen Vertrag. Jugendspieler entdeckt, ja. Florian Bruns, immer her damit. Okay, beste Spieler in der Bundesliga. Adler kommt da und Van der Vaart auf 12 und 13. Oh, die Bayern, ja, die sind momentan halt so formstark. Die rocken alles weg, ne, ganz klar. Der gute Lars ist da auch oben. Jetzt ist er raus, der Lars. Jetzt ist er weg. Eben war er noch da oben dabei, der Lars Bender. Okay. Jetzt geht's los, ne? Jetzt geht's richtig los gegen Bremen, die momentan ziemlich stark sind, auch von der Mannschaftsstärke. 833, wir fallen ein bisschen unter 830 zurzeit. Durch die letzten Unentschieden, ist ein bisschen kritisch. Aber heute müssen wir punkten gegen Bremen. Komme, was wolle, meine Lieben. Also wir müssen es schon nahezu erzwingen. Nordduell, da ist es wieder. So, okay, alles klar. Ich wollte noch den Gangnam-Style beim Van der Vaart rausnehmen. Müssen wir was für Wijnaldum suchen, wenn der mal trifft. So, nehmen wir das mal raus. Okay, haben wir das auch geklärt. Okay, nur mit einer 8. Jetzt wird es echt spannend, wie wir uns hier schlagen gegen
gegen die Bremer. Van der Vaart, dem gefällt es auf rechts nicht, ne? Kann ich mir gut vorstellen. Wie ist er eingespielt? 92, hat schon 1% gut gemacht. Sehr schön. Okay, es wird härter. Es wird härter. So, ich würde bald sagen, Alago, ja, wir können die Jungs noch nicht reinbringen. Hier in den Hartherz und auch noch einen Plädel noch nicht. Sie sind noch ein bisschen draußen gebunden zurzeit. Chandaloglu haben wir, Wijnaldum, ich muss ein bisschen schauen. Höger, ja, er ist der Dreh- und Angelpunkt bei uns in der Defensive. Ja, wir schauen mal. Also ich bin gespannt. Eine Spitze haben wir. Aber eben sehr aktive, offensive Spielmacher. Wir können wieder hochgehen vom Einsatz. Die Laufwege müssten dann noch passen, ja. Chandaloglu geht nicht ganz mit nach vorne. Doch, der kann auch mit nach vorne gehen eigentlich. Aber auch ein bisschen mit zurück. Wijnaldum bleibt hier vorne. Wen haben sie denn? Wir haben Toivonen, der ist ganz gefährlich. Arnautovic ist noch da. Elia ist noch da. Aschavin, Hand, Bargfrede. Also, das ist eigentlich ein Duell auf Augenhöhe, wenn man so möchte. Ne, also ich bin gespannt, wie wir uns da schlagen. In der Defensive sehen sie noch ein bisschen besser aus als wir. Da brauchen wir noch, sag ich mal, eine gute Saison, Entwicklung und Übung etc. Ja, ich würde sagen, wir setzen mal auf eine erfahrene Defensive, bringen Rajkovic für Hinteregger. Aber ansonsten können wir das eigentlich so angreifen. Guck mal in die zweite rein. Da ist Matti Steinmann. Der ist bedient. Wen können wir denn da? Auch Raab ist gesperrt. Bringen wir einen Bergmann. Ja, ist schwierig da einfach gleichwertig zu ersetzen. Ne? Ist gar nicht so einfach. Fehlen uns Leute. Da könnten wir jetzt ein Ding laufen. Da könnte jetzt ein... Chandaloglu könnte jetzt da laufen. Bardell, Plädel nochmal vielleicht. Plädel vielleicht nochmal in die Reserve stecken. Ja, zurzeit ist es einfach nicht drin. Gegen Brügge nicht. Gegen Gladbach könnten wir was reißen mit Plädel. Puh, ist echt schwierig, Leute. Ja, ist echt, wie gesagt, diese Umstellung jetzt durch die Transfers ist halt auch ein bisschen, muss ich die Mannschaft auch finden. Sie muss sich erst einspielen. Das ist jetzt A und O. Da muss man die Zeit auch einfach geben. Da müssen wir jetzt einfach durch, ne? Da muss man jetzt vielleicht so ein bisschen die sportlichen Höhenflüge ein bisschen zurückstellen. Champions League ist Pflicht. Irgendwie da oben drin bleiben unter den Top 4. Irgendwie. Aber auch schon ein bisschen, ich sag mal, vorausschauend agieren, dass wir gucken können. Ja, ich könnte Beister dorthin stellen. Ich könnte aber auch Wijnaldum dorthin stellen. Wir probieren das mal so. Wir probieren es mal so. Wie das läuft. Ob das machbar ist. Okay. Ja, alles klar. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal, wie das läuft. Können wir mit Kier nochmal sprechen? Okay, momentan. Doch, ich brauche dich in Topform, Alter. Was ist denn los, Mensch? Er verliert nochmal 2 Moralpunkte. Was ist denn da bloß los? Wie sieht's mit Van der Vaart aus? Bräuchte ich eigentlich auch in Topform? Mal gucken, ob was er sagt. Er gewinnt nochmal was dazu, sehr schön. Jetzt gilt's, ne? Jetzt müssen wir schauen. Super letztes Spiel, das können wir zu ihm sagen mal wieder. Gucken wir doch mal, ob wir es rocken. Wir sehen's gleich im 3D-Modus gegen Werder Bremen, meine Lieben. Bis gleich.